Ja, Mann, wir geben uns jetzt. Ey, Freunde, wir geben uns jetzt echt 80, weil das ist wirklich krass. 80, don't let the label you. Hungry! Zu meiner linken Seite haben wir einen Dude. Die Leute, die sich mit Battle Rap beschäftigen, wissen ganz genau, wer er ist. 80 on Beat Monster VBT-JPB. Macht mal Lärm! Was geht auf welcher Seite los? Anonym, gibt's den Anfang. Was kann ich das groß machen? Dann machen wir das doch mal schnell, weil ich bin doch hier eingeübt. Schwibbidi-bopp. Hallo! Ich muss auch sagen, das 80 kenne ich ja privat. Also es ist auch nicht so, dass wir irgendwie BFF sind oder BBFs oder Best Friends oder so. Aber wir verstehen uns gut, alles cool, mega korrekter Typ so. Schon oft gesehen. Aber ich muss auch sagen, dass er in diesem Battle auch allein von seiner, wie er da steht und mit der Sonnenbrille und so, er wirkt für mich voll präsent irgendwie. Aber egal, ist lang genug gelabert, geben wir uns, Freunde. Das Alter! Jo, ein bisschen lauter. Yo. Mutterficker, das ist 80 auf dem Splash, es wird blutig. Weil du kaum mehr als der Backup vom Zugpferd deiner Crew bist. Du forderst mich raus? Mutig. Frag ich in Krefeld, wer da der Coolste ist, sagen mir alle du nicht. Keine Recherche, um die Foot dir zu zerstören. Deine Fans fand ich weg, deine Mucke will ich nicht hören. Du bist das Schlusslicht deiner peinlichen Crew. Ich kenn euch schon seit Jahren und ein Beat-Producer rappt geiler als du. Das satanische Image hab ich von Anfang an nicht ernst genommen. Ihr seht so aus, wie allesamt zum Pfandsammeln aufs Splash gekommen. Also ich finde der Einstieg auch... Komm, wir müssen uns nochmal geben, Digga, das ist wirklich, ich finde das komplett krass. Auf dem Splash, es wird blutig. Weil du kaum mehr als der Backup vom Zugpferd deiner Crew bist. Du forderst mich raus? Mutig. Frag ich in Krefeld, wer da der Coolste ist, sagen mir alle du nicht. Keine Recherche, um die Foot dir zu zerstören. Deine Battles fand ich wack, deine Mucke will ich nicht hören. Du bist das Schlusslicht deiner peinlichen Crew. Ich kenn euch schon seit Jahren und ein Beat-Producer rappt geiler als du. Das satanische Image hab ich von Anfang an nicht ernst genommen. Ihr seht so aus, wie allesamt zum Pfandflaschen aufs Splash gekommen. Noch nichts gerissen außer Fake Tracks. Du battles auf dem Splash und benimmst dich wie ein Main Act. Digga, du battlest auf dem Splash und benimmst dich wie ein Main Act. Das ist für mich wirklich, er 80 ist einfach, da ist er wirklich zu krass, weil er einfach alles beherrscht, so meiner Meinung nach so. Das ist One Take gerappt, er betont so übertrieben geil. Er bringt mit seiner Betonung wirklich so Dinge so präsent raus und so druckvoll, dass es wirklich halt komplett krass kommt, so, ne? Er hat nicht so einen Flow, wo du so denkst, ah ja klar, das kann man leicht live rappen, sondern er hat ja wirklich viele Silben und da und macht es halt schon voll krass und beherrscht es so komplett safe. Und auch die Zeilen, die er da kickt, ich finde das einfach, ich weiß nicht warum, ich finde es einfach komplett überragend. Noch nichts gerissen außer Fake Tracks, du battles auf dem Splash und benimmst dich wie ein Main Act, mach mir keinen auf Evil. Stehst da wie eine Bratwurst, nach dem Splash mach ich Methadon und du vielleicht eine Haarkur. Und du vielleicht eine Haarkur? Auf Evil, stehst da wie eine Bratwurst, nach dem Splash mach ich Methadon und du vielleicht eine Haarkur. Du willst sagen, euer Tape hat echt geburnt? Ich würde sagen, du gehst mal zum Friseur. Du würdest sagen, dein Tape hat echt geburnt? Ich würde sagen, du gehst mal zum Friseur. Eine Haarkur? Du willst sagen, euer Tape hat echt geburnt? Ich würde sagen, du gehst mal zum Friseur, ihr macht umgedrehte Kreuze. Ich battle ohne Rücken, ich dreh dich um und kann mit dir die Zeltplatzbühne wischen. Junge, was bist du so frech? Ich mach gleich auch ein umgedrehtes Kreuz, wenn ich den Nackenwirbel brech. Mach dich immer weg, du lebensverleugnendes, ekliges, räudiges, schäbiges Häufchen. Elend, was beten zum Teufel, siehst aus wie Jesus. Ich bin chemisch betäubt und geb mir den Faust, dass du zum Beten in Zukunft eine Prothese bräuchtest. Digga, jetzt sag doch mal Real Talk, das ist ja wohl wirklich zu krass, oder? Du lebensverleugnendes, ekliges, räudiges, schäbiges Häufchen, elend, was beten zum Teufel, siehst aus wie Jesus. Ich bin chemisch betäubt und geb mir den Faust, dass du zum Beten in Zukunft eine Prothese bräuchtest. Ab nochmal. Anthony Boss, vielen Dank für dein Twitch Prime Abonnement. Wirklich geil, Digga, freut mich, danke. Also wenn man das jetzt als Zuschauer so betrachtet, denke ich mir so, ey, der hat doch keinen Bock mehr hier, der Anonym, oder? Also das ist ja wirklich schon böse, so, ne? Aber andererseits, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in seiner Situation, das kann einen halt auch voll pushen, so, ne?
wenn so ein ATD gegenübersteht und du merkst, so scheiße, der geht gerade wirklich ab, der meint's wirklich ernst, Alter, dass du dann richtig so denkst, okay, und jetzt geht's mal richtig los, Alter. Ich feiere ihn aber auch so ein bisschen. Er hat so seinen eigenen Style, aber er kommt so gar, er hat gar nicht so diese Attitude von einem Rapper, sondern eher von so einem, der rappt. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, er kommt für mich gar nicht so rüber wie ein. Naja, ziehen wir uns einfach rein. Hat aber auch seinen Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall, Digga. Hi! Hallo Splash, hallo AT, hallo Mace und hallo Big Big VBT 2011. Aber erstmal welcome back, denn du warst viel zu lange weg. Obwohl nee, war schon korrekt, Splash. Du warst viel zu lange weg. Obwohl nee, war schon korrekt, Swag. Ist auch schon geil. Erstmal welcome back, denn du warst viel zu lange weg. Obwohl nee, war schon korrekt, Splash. Da du und wir euch nicht in Grund und Boden schämt, bleibt mir ein Rätsel. Euer Tee klingt wie ein Best of JBB. Mit ständigem Bezug auf Rack und AJ, Junge, guck mal auf das Date und dann sag mir mal, wo du lebst. Du bist hängen geblieben, ey, guck, ich kann es sehen. Glaube, dass du das mit dem retarded Swag noch nicht verstehst. Battle, Turniere, geh zurück an dein PC. Du denkst, du kannst bestehen, aber im Kreis bist du zerlegt, denn es ist anonym. Kein Boss, mein einziger, ich mag keinen Kauz. Ich reiße dir ein Piercing aus der Fresse, wenn es leer droppt. Hey, Dicker, fick dich mit der Fan, sonst schwingt dein Schrei der Hilfe ziemlich schnell um in den Selbstmord. Du hattest Hype. Du hattest Klicks, hattest alles, was du willst, doch dann hast du dich gefickt. Haben kommt von Halte noch gecheckt, hast du das nicht? You got one chance to blow, but you missed, bitch. Ja, ja. Hey, ohne Spaß, ne? An alle, ich weiß nicht, hier schreiben welche rein, so. Mite, die nette Dame hier im Chat, Jungs, benennt euch immer noch, ja? Schreibt, anonym hat, war aber auch ziemlich gut und ich muss sagen, er ist wirklich ziemlich, also er ist schon auch extrem gut eigentlich so, ne? Und für alle, die jetzt hier schreiben, von wegen, ja, nee, so geht's, tralala, Digga, das ist auch extrem krass, was er hier abreißt, so, ne? Viele haben, glaube ich, keine Ahnung, so, was Rap auch für eine Power kostet, so, ne? Du hattest Hype, du hattest Klicks, hattest alles, was du willst, doch dann hast du dich gefickt. Haben kommt von Halte noch gecheckt, hast du das nicht? You got one chance to blow, but you missed, bitch. Ja, ja, bulletproof und alles pharmazeutisch, aber guck mal auf die Uhr, Digga, es ist 2019. Scheiß auf alle Rap, los, komm, geh, such dir mal eine Freundin, aber sei mal nicht so wack, meine Tour schickt dich zum Teufel. Man sieht ihm auch voll an, er ist komplett am Arsch, er hat sich auf jeden Fall ausgepowert, ohne Spaß. Yo, Splash, mach mal her für die erste Runde, beide zu! Wir machen direkt weiter mit der zweiten Runde, let's get it poppin', yo! Wir machen direkt weiter mit der zweiten Runde, let's get it poppin', yo! Rewind! Maze One, Shoutout! Alter, wer kommt denn bitte so zum Splash? Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, doch hier wird nicht headgebangt und hier spielen heute Abend nicht Motorhead. Ich bin sehr verwirrt, was das für ein Scheiß am Kopf ist. Das Einzige, was der frisiert, ist ein Kreidler-Moppet. Das ist Oxy-Junk gegen Zottelpunk. Ein Part, nach dem du dich endlich erdrosseln kannst. Gern geschehen an dein Schädel, komm locker. Sogar ich noch mit nem Dropkick ran. So Fokus, ich guck mir das Battle aus Ego-Shooter-Optik an. Von dem wirklich kein Song gehört. Doch in der Schule warst du safe. Immer der strange Typ im böse Onkel-Shirt. Jeder kennt ihn. Den strange Typ im böse Onkel-Shirt, Alter. Ich kein Song gehört. Doch in der Schule warst du safe. Immer der strange Typ im böse Onkel-Shirt. Battle gegen 80. Du fühlst dich nicht umsonst geehrt. Was willst du mir erzählen? Du hast höchstens mal an der Bon geburnt. Und siehst mit deinem quadratischen Dickschädel aus, als könntest du mir ein paar sehr nützliche Haarpflegetipps geben. Oder Empfehlungen für zarte Gesichtscreme. Du bestellst am Bierzelt eine Clubmate zum hier trinken. Du bist in Battles nur am Schwachsinn erzählen. Okay, also es ist natürlich auch schon geil. So, Maze One ist übrigens der Produzent von Herr Kuchen, der auch die ganzen Herr Kuchen JBB-Runden produziert hat. Auch die Runde von Krix mit Jay Jiggy als Feature. Geile Beats auf jeden Fall. Ich finde auch hier, 80 natürlich ist geil, aber dieser Flash, so den er bei seiner ersten Runde so vermittelt hat und
Der ist irgendwie hier so ein bisschen weg. Selbst am Bierzelt ne Clubmate zum hier trinken. Du bist in Battles nur am Schwachsinn erzählen. Doch Papa Chris jubelt dir zu und ruft, yo, das ist mein Mädchen. Ich bring dir die Kauleiste quer durch Krefeld, du Haufen Scheiße voll E-Pillen. Sie kaufen deine CDs nicht, in 1000 Jahren und 10 nicht. Und Digga, was für Age-Spritzen, ihr seid ein Haufen Emos. Ihr trefft euch höchstens zum Keksritzen. Das ist lustig, so man sagt ja früher mit seinen Jungs so in der Schule immer so, wir treffen uns zum Kekswichsen, gell, so Kekswichsen, ne? Und er sagt, ihr seid ein Haufen Emos, ihr trefft euch höchstens zum Keksritzen, Alter. Digga, was für Age-Spritzen, ihr seid ein Haufen Emos, ihr trefft euch höchstens zum Keksritzen. Battle mach ich nicht, bei dir hängt die Latte nicht wirklich hoch und das nicht nur, weil du ein Schlappschwanz bist. Bei AT kam halt auch so dazu, ich meine, da hat man schon so ein bisschen auch Angst gehabt, dass er irgendwie choked oder so, ne? Gerade weil er schon mal da gechoked hat auf dieser Plattform und weil man AT, ich glaube, man muss ihn gar nicht privat kennen, um zu wissen, dass er, naja, schon so ein 5 vor 12 Mensch ist, ne? Und wenn du ihn dann dazu noch einigermaßen privat kennst, denkst du da schon, ja, so mal gucken, was das wird, so, ne? Und dass er da jetzt so rauskommt, ist auf jeden Fall krass, so. Und jetzt bitte lernen für die zweite Runde von Anonym, gib ihm Bisschen! Er bewegt sich wie mein Vater, wenn er Rap nachmachen will. Ich bretter deine Fresse weg auf Beat! Und du weißt nicht, wie dir geschieht. Ich komme rein mit deinem Sweet. Du siehst aus nach Speed, aber nicht nach blauem Meth, Bitch. Wen juckt Realness, wenn's nicht real ist und die Realness auch noch wack ist? 88 auf Insta, krass bist du ein Spassi. Ich vergewaltig deine Alte im Asylantenheim mit Nafris. Danach bist du die Kali, Mutter kalt ist. Und sie schreit deinen Namen, doch egal, ist 88. Drehst du um, ist immer noch 88. Und Ali gibt mir Clap, wenn ich der Schlampe an den Hals spring. Und was für Party, Drugs and Violence? Gibt's dann einmal Stress? Suchst du als erster schnell das Weite? Deine ganze Gang, übelste Blamage. Wenn ihr was zu essen bestellt, dann höchstens an der Tafel. Denn du bist Girls, 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 du bist ne dünne Fotze, schwör. Du bist dünner als Chris Kotzen. Deine Gang, TMZ, steht für trotzdem. Du macht auf Männer, doch auf Emma seid ihr trotzdem schwul. Du machst Welle, aber lässt mich nach nem Boxen in Ruhe und verlässt dann diese Cypher so wie Gott dich schuf. Er ist auch auf jeden Fall, er ist schon auch ziemlich krass, muss man wirklich sagen, Anonym. Das ist auch schon, das hat so seinen eigenen, seinen komplett eigenen Style. Und ich würde fast sogar sagen, also wenn ich Juror wäre, ne, würde ich womöglich echt die zweite Runde an Anonym geben, so. Erste Runde, ganz klar, an 80 war zu krass, meiner Meinung nach. Und die dritte geben wir uns gleich. Mit dir breche ich kein Brot, nein, kein Oxycodon, weil hiernach wirst du tot sein. Sieh, wie ich Full Clip aus meiner Schrotsnipe, um deiner zu gedenken, raucht der Vieh auf dich nen Klostein. Absolut heftig und man muss auch wirklich mal sagen, dass das wirklich Eier kostet, sich vor so einem Publikum hinzustellen, in die Mitte, auf einen Podest und abzuliefern. Digga, das ist, kostet Eier und wirklich wahr. Du fängst an, er fängt an, er fängt an, nee, du fängst an, okay, ich fange an. Oh, Jungs. Keine Ahnung, ich gebe jetzt einfach AT an das Wort, gib ihm böse, yo. Jetzt wird's ziemlich krass auf dem Trap-Beat, so, AT auf einem Trap-Beat zu hören, ist auch ein bisschen außergewöhnlich, so, alles außergewöhnlich. Macht er aber ziemlich krass. Ich hab Sex mit 10 Girls im Loft. Du hast nen trapezförmigen Kopf. Davon abgesehen krieg ich von jedem hier die Props, während du dich freust, wenn dich hier überhaupt mal irgendwer erkennt. Ihr haltet euch für ehrfürchtige Diener des Gehörnten. Ihr seid nur ein paar merkwürdige Freaks aus seinem Dörfchen. Deine Gang macht keine Vollmondrituale. Ihr macht allerhöchstens donnerstags mal Horrorfilme ab. Horror, ey, super. Rituale, ihr macht deinem Dörfchen. Deine Gang macht keine Vollmondrituale. Ihr macht allerhöchstens donnerstags mal Horrorfilme ab.
saugute Line, ohne Spaß so. Rituale, ihr macht allerhöchstens Donnerstags mal Horrorfilme abends. Satan persönlich empört sich darüber, was ihr in seinem Namen filmen sinnlosen Dreck. Ihr seid keine Suicide-Boss, nur weil Mofo in eure Kackpizza eine Ringtone-Effekt macht. Du bist so dumm, du denkst, Suicide ist eine Himmelsrichtung. Aber der Name passt zu euch, denn alle, die das hören, bringen sich um. Eine der geilsten Zeilen aus dem Battle, so geht leider ein bisschen unter, weil man erringt jetzt schon mit der Luft so ein bisschen. Aber du bist so dumm, du denkst, Suicide ist eine Himmelsrichtung. Aber das passt zu euch, weil alle, die euch hören, bringen sich um. Sau die gute Punchline, Digga. Aber der Name passt zu euch, denn alle, die das hören, bringen sich um. Du seltsamer Kerl, lass mal dieses Trap-Gebrüll. Die Lücken in deinem Lebenslauf kannst du nicht mit Adlibs füllen. Dich hat deine Mama nie geliebt, denn sagt mir, war sie während der gesamten Schwangerschaft auf Speed. Das ist doch geil, Alter, ohne Spaß. Das ist voll nice, Digga. Das ist halt voll ungewöhnt. AT würde nie so einen Track rausbringen auf so einem Beat. Ich würde ihm auch komplett davon abraten, so. Aber bei so einem Battle, das mal so auszuprobieren, mehr oder weniger, und dann so geil zu machen, das ist halt komplett geil. Man merkt auf jeden Fall, dass er es beherrschen würde. Geliebt, dann sagt mir, war sie während der gesamten Schwangerschaft auf Speed. Tut man nicht so, als ob irgendwer euch davon abhalten wird, euch die Kugel zu geben. Mein Mensch ist entweder ein Macher oder halt einer von denen, die nur drüber reden. Naja gut, also da sage ich jetzt mal nichts dazu, lieber Alexander Türnagel, zu der Zeit. Zu geben. Mein Mensch ist entweder ein Macher oder halt einer von denen, die nur drüber reden. Just saying, ich glaub, du hast weder Zelt noch Flows dabei. Ich trink deiner Mutter mit meinem Schwanz im Maul das Choken bei. Was für's? Auch geil, das Choken bei. Einmal das Choken halt im Sinne von Verkacken bei Live-Battles und einmal das Choken, das Würgen. Ich bring deiner Mama mit meinem Schwanz im Hals das Choken bei. Ich trink deiner Mutter mit meinem Schwanz im Maul das Choken bei. Was für Satan. Und guck mal, die Bitches im Hintergrund. Yo! Deiner Mutter mit meinem Schwanz im Maul das Choken bei. Was für Satan. Dir Bitches, alles Promo-Moves. Ich leg deine Slut aufs Kreuz und das hat nix mit Religion zu tun, du schäbiger kleiner Pack. Luft komplett am Arsch. Du willst nen Vertrag mit dem Teufel, wünsch dir den am besten vom Weihnachtsmann. AT! Digga, er hat komplett abgeliefert, muss man wirklich sagen, auch wenn hier und da die Luft vielleicht mal weggeblieben ist und er auf dem zweiten Beat nicht so mega krass kam, ne? Für mich ist das ein kompletter Erfolg, was er da gemacht hat. Das hat komplett abgerissen, Alter. Wie gehört, heute ist ordentlich Feiern im Match. Bin gespannt, was Anonym dagegen zu halten hat, Alter. Macht mal Lärm für die letzte Runde des Battle Smash! Jetzt wird gecreept! Ei, ei, ei! Im Zeichen des Tieres, geleitet von Trieben, ich bete zum Teufel, verneigt mich der Ziege, versteinerte Miene, rau reif an den... Ich bete zum Teufel, verneigt mich der Ziege. Im Zeichen des Tieres, geleitet von Trieben, ich bete zum Teufel, verneigt mich der Ziege, versteinerte Miene, rau reif an den Klingen, die eisige Kälte durchstreift meine Mimik. Du bist nur einer von vielen, fragst dich, was geht hier ab, Mann, aber ich bin wie der Winter, der dich Junkie-Penner kalt macht. Das. Ich mache mit dir, was der Bass macht. Ich frage mich, was du dir anmachst. Zu denken, dass du es geschafft hast. Ra. Bastard, mach mal nicht so auf, Alexander. Dein Flow, deine Texte so krampfhaft. Und die Doppelmoral ist ein Standard. Ich finde seinen Flow wirklich feierbar, muss man wirklich sagen. Also er hat auf jeden Fall auch so seinen ganz eigenen Flow, finde ich mega gut eigentlich. Der sagt, wie viel er hat und nimmt doch labert, Mann. Und fragt mich nach dem Battle, ob er mit mir eine ballern kann.
okay. Da lacht er, unser Alexander Türnagel. Ehrlich so, der ist 100 pro nach dem Battle wirklich gegangen. Hast du das eigentlich ernst gemeint, im Battle, dass wir heute legen? So, können wir mal eine ballern zusammen? Frag mich nach dem Battle, ob er mit mir eine ballern kann. Okay, ich mach dich wie die letzte Nase lang. Props gehen raus an Kevin und dann liegt auf mir ein Tatverdacht. Ich mach dich heut nackter, als dein Gott dich schuf. Denn ohne Kleidung kann man durch deine blasse Haut hindurchsehen. Rich Wichser Style, ich spiele Golf, bevor ich shoote. Dein Name 80, doch für dich brauch ich deine 8 Kugeln. Gebe der Bitch meinen Dick, ja, ja, ja. Du willst nur sein, aber nicht wie... Ja, 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 gebe der Bitch meinen Dick, ja, 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 ja. Dein Vater, aber du bist ein Versager. Leben am Limit, doch Leben am Maßband. Gebe deiner Mutter meinen Pimmel in die Fresse. Ra, du kannst rappen, du kannst werden, kannst dich messen. Aber nicht, wenn du so wack bist, schwöre du und 4, 2 verschwendete Talente. Ja, Mann, sieg. So Zeilen sitzen so, glaube ich, weil ich glaube, damit kriegst du den 80 auch so. Du und, du und 4, ihr seid verschwendete Talente. Aber nicht, wenn du so wack bist, schwöre du und 4, 2 verschwendete Talente. Ja, Mann, sieht es hier, seid fake. Stellt dein Image in den Vordergrund und scheiß dann auf dich selbst. Das sind Bits. Vielen Dank für die Bits. Yeah! Denn dein Leben ist eine traumhafte Lüge. Für deine Arbeit, deine Fans und den Applaus auf der Bühne, Dicker. Also ich bin da wirklich kein Fachmann, was dieses Live-Battle und so angeht. Ich ziehe mir immer mal ein paar Diltini-Battles und so rein, ne? Also ich kann da jetzt wirklich nicht so, ne? Ich bin ja nicht euer Cynic, so hör mal her, ne? Aber das, würde ich wirklich sagen, war ein geiles Battle, Alter. Seid ihr meiner Meinung? Habt ihr einen Crazy Bernie gesehen, ja? Ich kann euch nicht hören, habt ihr einen Crazy Bernie gesehen, ja? Stark Jungs, Alter, war eine geile Sache, Mann. Wir sind raus.